Mit dem Kran sind wir ein bisschen weitergekommen, wie ihr sehen könnt. Was dazu gekommen ist, da die Galerie darauf, dass man da raufgehen kann. Da fehlt jetzt noch eine Leiter, die kommt noch. Dann haben wir das Ganze mit dem unteren Teil verbunden. Ja, und da haben wir auch jetzt, da, das können wir auch noch zeigen, ich weiß nicht, ob man sieht, aber da ist so eine Art Kohle drinnen, die man sehen kann. Ja, der Kran ist dann relativ fertig. Er kommt jetzt einmal da auf das Gerüst hinauf. Geklebt aber, damit er kein Übergewicht bekommt. Und ja, bewegen, so im Kreis kann er sich ja bewegen. Also so kann er sich bewegen, gell? Nur da will man wirklich raufkleben, damit er nicht irgendein Übergewicht bekommt. Und er ist ja in dem Sinn jetzt dann nicht ein Kran, der dafür da ist, dass er funktioniert, sondern es ist ein Kran, der eben als Attrappe sozusagen da ist, dass eben dort, wo ich ihn hin tue, Schiffe aus- und eingeladen werden können auf Waggons. Nochmal die Perspektive von oben. Ups, das war jetzt nicht so gut. Na gut. Jedenfalls, ihr seht da eben die schöne Galerie, wo man raufgehen kann. Sonst passt auch aus. Da kommt jetzt noch eine Leiter dazu. Ja, da ist die Leiter hochgezogen, weil sich ja der Kran sozusagen in Arbeit befindet. Da muss ich, glaube ich, noch was machen oder werde ich noch was machen, damit er nicht so runterhängt. Und jedenfalls kommt es jetzt dann so drauf. Jetzt von der Seite her nicht beweglich, aber von der Seite her beweglich. So, dass eben das aus- und eingeladen werden kann oder halt so angezeigt wird. Gut, das soll halt gut ausschauen. Was ihr auch sehen könnt, natürlich da herum. Das ist auch dazu gekommen, diese Verstrebungen. Ist recht eine, wie soll ich sagen, Feinarbeit. Ich habe da jetzt da aber teilweise wirklich diesen Kleber da verwendet, den ich selbst gekauft habe, den man mit UV-Licht eben gleich befestigen kann, weil dann haltet das wirklich anständig und so fort und es gibt keine Probleme. Also ihr seht da, da kann ich richtig dran ziehen, das haltet. Da habe ich es nur so geklebt, da bewegt sich das noch um einiges mehr. Aber es dauert dann manchmal auch. Ich meine, dieser Kleber vom Faller, den ich auch selbst gekauft habe, ist nicht schlecht. Er trocknet recht schnell und haltet sehr schnell. Aber bei manchen, so wie da auch bei den Verstrebungen, ist was gescheiter, wenn man dann diesen Kleber verwendet. So schaut jetzt der fertige Brückenkran aus. Natürlich noch nicht jetzt an der Stelle, wo er hingehört, und die Gleise unten sind natürlich noch nicht fertig. Aber das Kran selbst ist jetzt im Grunde genommen fertig. Ja, ihr seht, er lässt sich da so bewegen. Das habe ich jetzt nicht beweglich mehr gelassen, weil mir ist es lieber, das haltet, als wie das kippt dann immer wieder runter. Ja, das kommt dann eben auf den Platz, wo es dann hingehört. Das ist da, kommt das her, wo dann eigentlich auch eben zum Schiff abgeladen wird und zum Schiff abgeladen wird und zu den Waggons. Mir gefällt da recht gut. War teilweise nicht so leicht die Arbeit, aber es geht. So schaut es jetzt aus, der Kran fertig auf seiner Stelle. Ihr seht, ich habe das auch geschottert. Die Gleise sind am Boden auch schon vorhanden. Habe das eher mehr Richtung Betonfahrbahn gestaltet. Und ihr könnt eben schön sehen, dass der Kran doch sich genau auf den Gleisen befindet. Und er kann noch hin und her bewegt werden auf den unteren Gleisen.
Ja, wird aber wahrscheinlich nicht oft vorkommen, sondern er soll einfach darstellen, dass er eben das Schiff eben entladet oder beladet, also jetzt so richtig hergestellt, dass er eben das Schiff eigentlich entladet und dann müsste jetzt dann noch ein Waggon her, auf den er das hinaufgibt. Aber das kommt alles noch. Waggons, die eben Kohle drauf haben. Ihr seht ja auch, das Schiff muss ich noch weiter arbeiten. Da habe ich jetzt einmal wieder einen Punkt gemacht, dass ich da einen Rand gemacht habe, weil ich da das mit Kohle ausschütten will. Und das soll eben sozusagen der Frachtraum sein, wo die Kohle drin ist. Damit ich nicht zu viel Kohle brauche, ist es eben da flach. Und ja, das Schiff muss natürlich noch alles bemalen werden. Und auch natürlich jetzt, was von Spachteln her, muss ich auch noch schleifen. Das ist auch einer meiner nächsten Projekte, die ich noch haben muss. Auf jeden Fall ist jetzt der Kran von Faller fertig und steht an seiner Stelle, wo er hingehört. Ihr seht eben auch eben schön die Gleise am Boden. Auch die haben eine Stopper. Die sind auch eben bei diesem Brückenkranbausatz dabei. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefreut, das mitzuerleben, wie dieser Kran sozusagen Schritt für Schritt gewachsen ist und wie er jetzt dann an Ort und Stelle eben steht. Wenn es gefallen hat, bitte freue ich mich immer über einen Daumen nach oben oder wenn ihr neu seid, auf ein Abo. Und ich hoffe, dass ihr eben weiterhin mitschaut, denn es kommen natürlich noch einige Sachen, die ich noch bauen werde und auf dieser Anlage bauen und machen werde.